Hallihallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Ja, so sieht's aus. Wir stellen mal eben den Sound höher. Ist mir gerade ein bisschen aufgefallen. Ist ein bisschen ranzig. Naja, okay, so. Ich möchte in dieser Folge, ich gucke immer dahin, das ist nicht so gut, weil da ist mein Dings, wo ich sehe, wie ich aussehe, so. Okay, ich würde sagen, wir gehen ganz schnell sofort auf Kommentare ein, denn ich finde das ganz cool. Bevor ich es hier nämlich großartig vergesse, ich habe ja gesagt, dass ich auf eure Kommentare eingehen möchte. Und zwar schreibt der BarkonLP, er schreibt, Zander ist back, es ist wie früher, nur in besserer Qualität. Mein Gott, wie kann es anders sein? So, und jetzt muss ich was testen, denn ihr habt gesagt, wenn ich das hier unten abbaue, ist es gar nicht schlimm und es geht wirklich. Ihr seid so krank, ihr wisst alles. Es ist so übel. Ihr kennt wirklich alles. Okay, aber trotz alledem würde ich sagen, bauen wir unten wieder Cleanstones hin. Und ich habe mir überlegt, beziehungsweise, ich muss dazu mal ganz kurz sagen, ich habe schon eine Aufnahme gestartet, in der ich leider ein bisschen gefailt habe, beziehungsweise nicht ich, sondern mein Programm, womit ich hier aufnehme. Und zwar ist das Programm ausgegangen. Einfach hat sich verabschiedet und hat gesagt, so, ich nehme nicht mehr auf. Beziehungsweise kurz vorher kamen noch so schöne Streifen, wo ich mir dann gedacht habe, ja, geil. Jetzt bist du hier schon ein bisschen durch die Welt durchgelaufen. Aber kein Problem, ich habe ja ein Save gemacht. Das bedeutet so viel wie, wir sind Let's Play technisch auf dem gleichen Stand wie vorher. Außer, dass ich da vorne so einen kleinen Block weggebaut habe. Das war nämlich die Aufnahme vor der Aufnahme, die auch gefällt ist. Also es war echt crazy. Irgendwie wollte das alles nicht, aber jetzt klappt ja wieder alles. Und alles ist wieder toll und tutti frutti und so. Und ja, jetzt ist es halt so, ich habe schon ein bisschen was von der Welt gesehen, was ein bisschen schade ist. Kann ich jetzt auch nicht ändern, ist aber nicht so wirklich viel gewesen, war halt nicht lange. Ich hoffe, dass es jetzt in dieser Aufnahme besser wird, aber wenn nicht, seht ihr sie sowieso nicht, weil dann mache ich noch eine Aufnahme an noch eine Aufnahme und irgendwie ist es gerade ein bisschen strange. Okay, also mein Plan ist es, beziehungsweise es hat jemand in die Kommentare reingeschrieben, leider habe ich den Kommentar vorhin nicht wiedergefunden. Ich habe den ja gerade hier eingeblendet, den Kommentar, was ich ziemlich cool finde. Und zwar hat jemand gesagt, hey Zander, der Berg sieht so geil aus, warum baust du dich nicht einfach da rein? Und da ist mir die Idee gekommen, vielleicht der ein oder andere kennt das schon. Ich habe ja damals mit dem PTLP schon mal aufgenommen, ein Let's Play Together, was auch nicht wirklich lang war, weil wir irgendwie nichts auf die Kette gekriegt haben und dann irgendwie auch keinen Bock mehr hatten und so. Ist es halt so, beziehungsweise wir haben dann mit dem Eike weitergemacht und das hat dann auch relativ schnell wieder geendet, also das war irgendwie ein bisschen strange, keine Ahnung. Habe ich mir überlegt, beziehungsweise, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, ich habe mit dem Petey damals nämlich genau den gleichen Kram angefangen. Wir haben ein Haus in den Berg reingebaut. Alter, jetzt sag nicht, hier ist noch eine Höhle. Ich raste. Habe ich ja voll vergessen. Hier ist eine Höhle, was übertrieben geil ist, weil da brauchen wir nämlich gar nicht so viel bauen, weil einfach dann schon alles ausgebaut ist. Ha! Ist ja fett. Okay, so viel ist es jetzt auch nicht. Aber naja, es ist ja schon mal wenigstens etwas. Man sollte einem Geschenkengaul nicht ins Maul gucken. Also einem Geschenkengaul guckt man nicht ins Maul, um es richtig zu formulieren. Ja, ich finde aber, im Großen und Ganzen ist das eine richtig geile Idee. Leider habe ich den Kommentar jetzt nicht mehr gefunden. Das wäre jetzt ziemlich geil gewesen, um den nochmal einzublenden. Also der Berg, der gibt einiges her. Und ich denke mal, da können wir was richtig Geiles draufbauen. Und ey, wo ich das gerade sehe, hier kann man so eine richtig geile erstmal hier in so ein Loch reingejumpt. Okay, sehr geil. Ja, kann man einfach hingehen und hier, oh krass. Ey, das ist so geil. Das ist so die geile Idee. Ohne Witz, das ist eine richtig geile Idee. Und da hinten ist ein Creeper. Aber scheiß drauf. Das interessiert mich gerade nicht. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal dieses Drecksloch hier zu. Mit Dreck. Ich bin heute schon wieder so witzig. Ist ja unglaublich. So, ja, ich würde sagen, wir bauen dann erstmal ein bisschen den Raum weiter aus. Obwohl, da fällt mir gerade ein, nee, ist doch kein Problem. Denn ich habe ja genügend Fleisch dabei. Sehr schön. So, währenddessen ich hier esse, kann ich mal eben kurz den nächsten Kommentar vorlesen. Und zwar ist das der... Einfach nur geil, ich musste ihn reinnehmen. Ihr seht ihn gleich. Das ist nämlich der OMG-Knaller. Der hat geschrieben, Hammer, also Zander und Hammer, ich hab's vertauscht. Hammer, Zander, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, glaube ich, zumindest auf irgendeine Art und Weise. Also ich finde es immer geil, wenn so eine Kommentare... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich finde es immer, ich fühle mich immer super geschmeichelt, wenn ich sowas lese, weil... Keine Ahnung, es ist einfach so cool, ich habe zum Beispiel letztens auf dem Server, auf dem Funbuild-Server habe ich ein bisschen gespielt und da musste ich ein bisschen was machen und da hat mich jemand über den Teamspeak angeschrieben, hey Zander, wie sieht's eigentlich aus, kann ich nochmal einen Screenshot mit dir machen? Und ich habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit gehabt
Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, ja, eigentlich habe ich überhaupt gar keine Zeit gerade, aber ich komme für dich jetzt mal eben kurz auf den Server, dann können wir einen Screenshot machen. Und dann meinten halt voll viele andere zu mir und meinten, hey, Zander, wie sieht's aus, können wir mal eine Runde Hunger Games zocken? Und ich dann so, nee, geht nicht, ich habe keine Zeit, ich bin extra nur für einen Screenshot gekommen. Und dann meinten alle so, oh, das ist so geil von dir, dass du so viel für deine Fans tust und so. Und für mich ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich halt mit, ich sag jetzt mal, nicht, dass ihr das falsch versteht, dass ich mich mit euch auseinandersetze. Es ist einfach so, ihr seid meine Community und es macht einfach wegen euch auch sehr viel Spaß zu Let's Playen. Wenn ich jetzt keine Zuschauer hätte, anderthalb Jahre, dann hätte ich natürlich keinen Spaß zu spielen. Deswegen seid ihr einfach da der Grund, der mich überhaupt am Let's Playen hält. Und warum soll ich dann mir nicht die Zeit nehmen, um mich einfach mit euch mal auseinanderzusetzen oder euch einfach so eine kleine Freude zu machen? Und auf den Server zu kommen, für einen Screenshot oder so. Also es geht natürlich nicht immer, das finde ich sehr schade. Und es gibt natürlich auch immer Leute, die sagen, hey Zander, du machst gar nichts mit uns und so, weil sie es gerade in dem Moment nicht mitkriegen. Was mich dann in dem Moment, muss ich jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, gar nicht so wirklich interessiert, weil ich weiß, wie ich bin und wie viel Mühe ich mir gebe. Und das weiß der Großteil von euch auch, deswegen mache ich mir da eigentlich auch nicht so viele Gedanken drüber. Aber es ist halt im Großen und Ganzen so, dass ich es halt einfach geil finde, wenn man dann immer solche Kommentare bekommt und so. Und da freue ich mich wirklich riesig drüber, weil, keine Ahnung, das hält einen richtig so dabei bei der ganzen Geschichte. Und das finde ich einfach mal cool. Also wirklich so eine Kommentare finde ich sehr geil, aber schreibt jetzt nicht dauerhaft, ich liebe dich, weil ich werde jetzt nicht jedes Mal den Kommentar mit ins Let's Play aufnehmen. Ich fand ihn einfach nur gerade so ziemlich geil. So, dann würde ich sagen, nehmen wir noch einen auf. Und zwar ist es der The Dark Gar Killer LP. Und er schreibt, hey Zander, hab einen Hausvorschlag. Da ist er sogar. Ich habe ihn sogar doch noch rauskopiert. Ich weiß gar nicht, warum ich da gar nicht mehr dran gedacht habe. Hä, cool. Er hat nämlich geschrieben, hey Zander, hab einen Hausvorschlag. Mach dein, also irgendwie grammatikalisch nicht so gerade richtig, aber ist auch egal. Mach dein in die Höhle von Berg. Und mach aus dem Loch, das man außen sieht, ein Fenster. Okay, grammatikalisch nicht ganz richtig, aber das interessiert mich auch nicht. Ich weiß ja, was du von mir möchtest. Also er hat halt den Vorschlag gemacht mit dem Berg und das finde ich richtig geil. Und das machen wir auch. Aber jetzt müssen wir uns mal ganz klar überlegen, wie wir das Ganze überhaupt gestalten, bevor ich jetzt nämlich hier anfange zu bauen und dann klappt hier gar nichts. So, und da kam nämlich auch letztens wieder ein Kommentar von wegen, mach das nicht so wie Gronkh, der hier stundenlang überlegt, aber ehrlich, Alter, ich kann's nicht anders. Der Gronkh, der macht's halt einfach so, er denkt vorher nach, bevor er etwas tut, oder manchmal tut er es auch nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist halt so, dass man sich vorher besser Gedanken machen sollte, was ich schon sehr, sehr selten mache, um halt wirklich einfach so Probleme aus dem Weg zu gehen, wie ich muss es 10-mal neu bauen oder so, ne? Also von daher wäre es schon ganz intelligent, einfach mal hinzugehen und zu sagen, ich gucke mir vorher an, was ich hier tue, was ich gerade schon wieder nicht tue. Aber naja, okay, gut. Trotz alledem müssen wir es jetzt mal ganz kurz machen, weil ich würde nämlich sagen, wir bauen hier unten den Eingangsbereich. Auf die Ecke würde ich ihn nicht bauen. Ich würde sogar sagen, wir lassen ihn einfach hier und dann können wir sogar eventuell später hier noch so eine kleine Farm hinbauen, weil ich denke, die Farm draußen hinzubauen ist wesentlich intelligenter, auch wegen dem Licht und so. Und außerdem muss man ja auch immer mal vor die Tür gehen können. Denke ich ganz cool. Das machen wir auch so. Und dann würde ich sagen, machen wir es erstmal so, dass wir allgemein erstmal eine Mine anlegen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir eine Mine haben. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hingehen und den ganzen unwichtigen Stuff hier wegräumen, beziehungsweise wichtigen Stuff, wie auch immer. Und erstmal werde ich die Wand wieder zubauen, weil das ist gar nicht so cool. Und übrigens, ich habe ein Thema, worüber ich mit euch reden möchte. Und zwar, das ist jetzt kein so großes Thema, aber ich denke, das ist auch so eine richtig geile Sache, die ich auf jeden Fall mal ansprechen wollte, weil ich war ja auf dem Webvideopreis. Und da war ich ja mit dem Riol, mit dem CRD, mit dem Chunky und da ist ja auch der Dena gewesen und der Ungespielt war auch da und halt noch ganz viele andere YouTuber, die wirklich alle sehr nett waren. Also es war ein wirklich geiler Tag. Also ich habe das super spontan gemacht, deswegen wussten das wahrscheinlich auch so viele gar nicht von euch. Und dann trotzdem waren sehr, sehr viele Leute da, die mich dann kannten und dann Autogramme geben. Mein Gott, was juckt denn meine Nase jetzt hier so? Das ist ja unglaublich. Auf jeden Fall möchte ich einfach nur mal sagen, die Leute, mit denen ich sowieso zusammen hänge und Let's Play, mein Gott, meine Nase ist ja unglaublich, die wissen das, dass ich sie gut leiden kann. Das ist der CAD, kann ich gut leiden, den Riol kann ich sehr gut leiden, Chunky kann ich auch sehr gut leiden, eigentlich alle, mit denen ich halt so oder so schon was zu tun habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, und das muss ich jetzt einfach mal laut sagen, den Dena,
den kennt ihr auch alle wahrscheinlich, oder die Leute, die ihn halt nicht kennen, die kennen ihn halt nicht, aber vielleicht jetzt, und den ungespielt. Ihr beide, falls ihr das Video mal sehen solltet, ihr seid wirklich super coole Typen, auch wenn wir wenig miteinander gesprochen haben. Ungespielt ist wirklich so einer, der auch wirklich dann so ein bisschen eingestellt ist wie ich. Der sagt, mein Gott, ich kann. Er hat zum Beispiel sich einen Skype-Account gemacht. Ich werde da auch jetzt nichts großartig zu sagen, aber er hat sich halt einen Skype-Account damals gemacht, den halt sehr, sehr viele Leute kannten. Ich kriege hier gerade gar nichts auf die Kette. Was wollte ich denn überhaupt machen? Genau. Ich lege jetzt mal so viel Kohle da rein und das nehme ich mit. Dann kann ich mir nämlich... Okay, das ist ganz cool. So, und dann würde ich sagen, bauen wir hier vorne einfach mal eine Mine hin. Wir machen hier einfach ganz stumpf hier unten mal so einen Minenschacht hin. Hier, dafür würde ich sagen, machen wir das erstmal weg. Und dann graben wir uns nach unten. So, und dann steige ich wieder ein in das Thema. Denn der Ungespielt, das ist so jemand, der hat sich halt, wie gesagt, einen neuen Skype-Account gemacht und sagte dann so, okay, das ist ein Skype-Account, den werde ich wirklich niemandem geben. Und dann war auf dem Webvideopreis, waren halt welche und meinten, hey, können wir dich in Skype adden und so. Und er sagte, eigentlich nicht, ich habe mir extra einen neuen Account gemacht, aber wisst ihr was, scheiß drauf. Hier kriegt ihr meine Accountdaten, ihr könnt mich gerne adden. Und ey, das fand ich einfach nur so geil. Ich habe ihn dann gefragt, ich sag, hä, wolltest du nicht eigentlich und so? Und er sagt, ja, aber ich kann nicht widerstehen. Das ist immer so, ich mag das so gerne mit den Fans und mit den Zuschauern zu sprechen und so. Und das merkt man auch einfach. Das ist ein super geiler Typ, der ist super cool drauf. Und also kam wirklich super nett drüber. Ich habe auch schon mal ein bisschen mit ihm geskypt, deswegen kann ich das auch so einfach mal von der Hand her sagen. Oder vorne raus sagen. Und das fand ich echt eine coole Aktion. Also wie gesagt, falls du das Video mal sehen solltest, echt ein super, super Typ bist du. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. Und der Dena natürlich auch, der hat sich auch sehr, sehr viel mit seinen Fans unterhalten. Also wir hatten wirklich kaum Zeit, um uns ein bisschen zu unterhalten, obwohl ich Dena halt schon ewig kenne und mich eigentlich auch sehr darauf gefreut habe, mich mit ihm zu unterhalten. Alter! Junge, übertreib nicht! What the? Alter, wie viele sind das? Was geht mit euch ab? Warum sind hier so viele? Hä? Was? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn jetzt los? Ey Leute, wenn jetzt hier irgendwie so ein Spawner ist, ne? Hä, was war das? Hä, was? Wie unlogisch. Also ohne Scheiß, schreibt mal bitte in die Kommentare, was das jetzt war. Also ich weiß, dass der Stein länger gebraucht hat zum Abbauen, aber warum waren das so viele? Hallo? Übertreibt doch mal nicht. Ist ja mal übertrieben. Okay, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, der Dena, der hat sich auch sehr viel mit seinen Fans auseinandergesetzt und das fand ich richtig geil. Wie gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut, mich mal mit ihm wieder ein bisschen länger zu unterhalten und so face-to-face, wie ich auch zu ihm geschrieben habe. Aber da hat er sich einfach an dem Tag nicht so die Zeit für genommen, weil er wusste, dass wir auch auf der Gamescom uns treffen. Und ich fand das auch gar nicht so schlimm. Ich fand das cool, dass er sich so viel mit seinen Zuschauern oder Fans halt auseinandergesetzt hat und dass die auch mal ein Stück von ihm abhaben konnten, mehr oder weniger. Deswegen bin ich ihm da auch gar nicht so böse. Fand ich auf jeden Fall sehr schön. Und alles in allem zwei super Typen, die beiden, fand ich sehr cool. Und The Kedos Zone, darf ich auch nicht vergessen. Auch ein super lustiger Typ. Habe ich auch das erste Mal richtig kennengelernt. Ich kannte eigentlich sehr wenig Videos von ihm. Ich kannte ein Special, ich glaube das 30.000 Abonnenten-Special oder so von ihm. Und das war schon sehr lustig. Aber so wirklich gekannt habe ich ihn nicht. Also jetzt so Let's Play technisch, ich kannte mal so das und das Projekt von dem, aber jetzt halt wie gesagt nichts so übertrieben Besonderes von ihm halt. Und als ich ihn dann getroffen habe und wir so ein bisschen gequatscht haben, war auf jeden Fall ein super cooler Typ. Also ich kam super, auf den ersten Moment super mit ihm klar, ist auf jeden Fall auch ein super Typ. Also falls du das hier mal siehst, du bist natürlich auch ein klasse Braunbär oder was auch immer, irgendwie sowas, was irgendwas Süßes, was kuschelig ist oder so. Also jetzt ohne dass das irgendwie falsch klingen soll. Ich glaube, das hat schon ziemlich falsch geklungen. Okay, Leute, jetzt kommt nicht auf den Trichter, dass ich irgendwie vom anderen Ufer bin oder so. Ich habe mich da gerade irgendwie reingelabert, ohne drüber nachzudenken. Und da war eine Fledermaus. Habt ihr die gehört? Ey, da war Lava. Hier ist irgendwo Lava. Ey, wie... So, das machen wir jetzt hier mal großflächig weg. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall unsere Aufgabe für die nächsten Folgen. Hier unten den Lavasee zu finden. Weil Lava ist natürlich jetzt gerade nicht so vorteilhaft, aber es wäre schon ziemlich geil, wenn das ein großer Lavasee ist, dass wir dann im Endeffekt hingehen können und sagen können, ey, pass mal auf, Lavasee und so, Obsidian-Portal, was ja auch ziemlich sinnvoll ist, um dann später in den Nether zu kommen. Denn da gibt es ja auch jetzt einige Sachen, die ziemlich cool sind. Und ich mache schon mal auf jeden Fall hier einen auf... Stone Macher,
wie auch immer. Mein Gott, meine Nase, die juckt. Aber kennt ihr das, wenn das anfängt zu jucken und es hört nicht mehr auf? Das ist scheiße, ist das. Seeds. Wir können auch mal eben ganz kurz eine Farm machen. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Und ich habe mir wieder keinen Timer gestellt. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal so auf ein bisschen und guck mal einfach, was passiert. Zack, zack. So, und das hört sich gerade echt nicht gut an. Obwohl, ich glaube, wir sind schon locker bei den 15 Minuten irgendwie angekommen. Weil im Großen und Ganzen... Hä, wo ist denn die? Da. Da kommt sie langsam. Willst du mich angreifen oder nicht? Komm, Digga! Greif jetzt! Ich mach dich platt. So, sehr schön. Okay. So, wir gehen jetzt mal in Richtung Water. Wo ist denn Water? Da ist Water. Ich vergesse es sowieso, dass ich Dingens hab. Seeds. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir das Wasser hier irgendwie kontrolliert in eine Richtung fließen lassen können. Und ich habe gerade schon wieder Panik gehabt, dass meine Webcam abspackt. So, das heißt, wir müssen jetzt hier zack, 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 zack machen. Boah, ich habe gedacht, das ist ein Creeper. Okay, und dann gehen wir nämlich hier hin und machen hier oben schon mal einen Acker drauf. Das ist jetzt nicht wirklich der größte Acker der Welt, aber egal. Da können wir nämlich schon mal anfangen, einen auf den hier zu machen. Warte mal. Ach scheiße, jetzt habe ich die Knochen vergessen, aber ist auch nicht so schlimm. Gucken wir mal, ein paar Seeds sammeln noch. Dann haben wir wenigstens schon mal so einen kleinen Anfangsacker. Weil ich kann mir ja noch gar keinen Eimer machen. Verdammte Hulle. So, und ein Schild. Doch, ein Schild können wir machen, weil ich möchte nämlich jetzt wieder anfangen mit dem Fan der Folge. Dazu möchte ich aber ganz kurz was erklären. Und ich hoffe, dass ihr das zukünftig allen Leuten, die diese Frage stellen, dass ihr das denen auch erklären könnt. Es dreht sich nämlich darum. Ich habe ja damals immer den Fan der Folge gemacht, da musste ich jedes Mal warten. Also das war dann immer so, ich habe dann eine Folge aufgenommen, bevor ich die Folge aufnehmen konnte, musste ich halt immer erst gucken, wer einen coolen Kommentar geschrieben hat und so. Und konnte erst dann den Fan der Folge natürlich klar machen. Das heißt, ich musste wirklich Folge für Folge aufnehmen. Was für mich an für sich kein Problem ist, aber wegen der Arbeit kann das manchmal sein, dass ich dafür keine Zeit habe. Das heißt, es kann manchmal sein, dass ich einen Fan der Folge aus... Also, dass ich zum Beispiel zwei oder drei Fans der Folge, mehr oder weniger, aus einer Folge rausziehe. Also, seid mir nicht böse, wenn ich mal wirklich aus einer Folge mehrere Leute nehme für drei Videos oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Aber ich möchte auf jeden Fall den Fan der Folge wieder einführen. Und ich hoffe, dass ihr das cool findet. Ich mache das jetzt mal für die Leute, die es noch nicht kennen. Haben wir überhaupt noch normales Holz? Ja, haben wir. Sehr geil. Und dann würde ich sagen, machen wir nämlich den Fan der Folge. Und damit alle erstmal wissen, was der Fan der Folge überhaupt bedeutet und wie man überhaupt Fan der Folge wird. Es dreht sich einfach darum, schreibt einen coolen Kommentar, egal was, scheißegal. Für mich am besten immer sinnvolle Kommentare, also wirklich irgendwie, wenn ihr da schreibt, keine Ahnung, Zander hat Fischaugen oder so, das ist natürlich dann, weiß ich. Ist cool, aber weiß ich. So, und du kannst jetzt erstmal, der Fan der Folge kommt mit mir in die Bude erstmal rein. Ist ja sonst noch nichts. Hier ist so eine kleine Ecke. Da packen wir dich hin. Oder hier. Dann sehe ich dich bei der nächsten Folge und vergesse dich nicht. Und heute ist es dann der The Da Ga Killer LP. Schade, LP geht nicht in die Reihe, deswegen kommt der dahin. So, du bist heute Fan der Folge. Machen wir mal Fan der Folge. Sehr schön. So, du bist der Fan der Folge, der allererste Fan der Folge dieser Staffel. Und ja, ich sag mal einfach herzlichen Glückwunsch und Dankeschön für deinen geilen Kommentar. Das war nämlich übrigens der Kommentar mit dem Vorschlag für die geile Bude hier in dem Berg. Und ja, jetzt könnt ihr natürlich auch mal lostypen oder losschreiben, wie auch immer. Wie das Zeug, was das Zeug hält, wie auch immer. Wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Wollen wir uns heute wiederholen? Wollen wir. Nein, also wirklich, wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr von der Idee haltet. Ich finde die auf jeden Fall ziemlich geil und ich hoffe, dass ihr sie auch cool findet. Wir gucken, dass wir das Beste draus machen. Vielleicht habt ihr auch einfach noch Verbesserungsvorschläge zu der Idee allgemein. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge Let's Play Minecraft wieder. Also, bis dann, Leute. Ciao.